Hallo lieber Krebs, herzlich willkommen bei Inbals Tarot. Gerne möchte ich heute eine Ich- und Du-Legung für dich machen. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Okay, also schauen wir mal. Ich schaue zuerst, was auf beiden Seiten auf Kopfebene los ist, dann auf Herzensebene und dann auf... und dann werde ich schauen, wie ihr einander seht. Okay? Also, da ist eine sehr starke Verbindung zwischen euch beiden, ja, kein Ding. Die Sache ist nur die, du hast hier ein Geheimleben und dein Gegenüber hat auch ein Geheimleben. Ja. Und beide verstecken ihr geheimes Leben voreinander. Fängt gut an? Schauen wir mal. Schauen wir mal. Haben sich zwei gefunden, wieder mal. Wo ist das? Ist das auf Parship, wo man zuerst ein Profil ausfüllt und dann werden einem Kandidaten vorgeschlagen? Habt ihr euch dort gefunden? Passt ihr deswegen so gut zueinander? Schau ich mal. Also schauen wir mal. Krebs, was ist bei dir auf Kopfebene los? Page der Stäbe. Ich glaube, dass du für etwas anderes Feuer gefangen hast. Ich glaube nicht, dass du einen anderen Liebeskandidaten, eine andere Liebeskandidatin oder ähnliches hast. Du hast hier, du stehst hier am Anfang eines Weges, ganz neu, ganz frisch. Ganz viele Ideen hast du. Du hast hier langfristig vor, einen bestimmten Weg zu gehen. Du hast ganz viele Ideen, Krebs. Und dafür brennst du momentan. Okay, auf der Gegenseite deines Gegenübers ist ein Brand. Ja? Du brennst für das, dein Gegenüber brennt hier. Da ist eine Realisation auf der Gegenseite, Krebs. Beim Turm handelt es sich um ein Gebäude ohne Türen, man kommt da nicht raus. Und man fängt hier unten an, baut, 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 baut und so langsam wird die Situation dann unausweichlich, ja, und da muss man dabei bleiben und weiter bauen, bauen. Dann denkt man sich, okay, ich baue hier zumindest zwei Fenster ein, dann habe ich zumindest Aussicht, ja, das ist so auf ungefähr dieser Höhe dünkt es einem, als ob man einen Fehler gemacht hätte, aber man ist schon so weit mit dem Turmbau, dass man nicht damit aufhört. Und dann kommt hier der Blitzeinschlag und dann ist es zu spät und dann muss man rausspringen. Man muss das, was man bisher aufgebaut hat, aufgeben. Es geht nicht anders. Und das ist der Moment, wo man sich danach denkt, hätte ich doch. Hätte ich doch XY, hätte ich doch AB, hätte ich doch dies gemacht, jenes gemacht, ja, dann wäre ich hier nicht in einem Turm stecken geblieben und hätte dann rausfallen müssen. Ja, es hätte hier auch eine andere Möglichkeit gegeben, das Ganze zu lösen. Ein bisschen wie eine Sackgasse, aus der dein Gegenüber jetzt einfach raus muss, ja. Dein Gegenüber ist in einer solchen Sackgasse momentan und es muss jetzt, oder ist dieser Mensch muss irgendeinen Ausweg finden, ja. In Bezug auf euch beide. Es geht bei dir auf Herzensebene vor sich, der Magier, du. Du bist da auf deinem Weg, ne? Du bist komplett auf deinem eigenen Weg dabei, weil irgendwie scheint das, was du da in Aussicht hast, so spannend zu sein. Vielleicht machst du dich selbstständig. Vielleicht geht es hier um eine neue Wohnung, ein neues Haus. Vielleicht lernst du jetzt Autofahren oder so. Also irgendwas ganz Neues, wo du so viele Ideen hast und dazu auch noch die Kraft, es auch umzusetzen. Ja, das ist nicht einfach nur Fantasie.
Du sitzt nicht da und träumst von einem schöneren Leben. Nee, es ist da vor dir und du musst es nur noch angehen und umsetzen und tun und machen. Und du, ich sag's dir, ich wäre dir böse, wenn du jetzt in einem solchen Moment hier, was ist mit meinem Gegenüber sagen würdest. Ne? Ah. Ich sag's immer wieder, alles, was du in dich investierst, gehört dir. In andere Menschen kann man investieren und die verschwinden, ja. Aber das, was du in dich hinein investierst, das gehört dir. Also da kann man sich immer sicher sein, ja. Wer Zeit, Geld, sonst was in sich hinein investiert, kann sich sicher sein, dass da Profit rausspringt. Ja, man fühlt sich besser, man sieht besser aus, man ist dann weiser, man ist schlauer, ja, es kommt da was raus. Wenn man in andere reinsteckt, ja, kann es vorkommen, dass sie, schau, Instabilität, dass sie dann plötzlich weggehen. Deiner ist weggegangen und will jetzt wieder zurückkommen. Das, woran dieser Mensch geglaubt hat, gilt hier nicht mehr. Der Boden wurde hier unter den Füßen weggezogen bei deinem Gegenüber. Die Gefühle kochen hier hoch, ja. Also ich sag's dir, wenn ihr zwei hier Kontakt hättet, Krebs, würde dieser Mensch dich nicht ablenken, nee, aber du würdest hier direkt die Türe so verschließen, dass ihr wirklich keine Chance mehr miteinander habt, weil das hier kannst du dir momentan nicht antun. Du bist zu sehr auf etwas anderes konzentriert. Deine Prio liegt ganz woanders und du bei deinem Gegenüber geht es auf und ab momentan. Das, woran dieser Mensch geglaubt hat, gilt nicht mehr. Dieser Mensch hat hier eine falsche Entscheidung getroffen. Falsch manifestiert. Siehst du hier dieses Unendlichkeitszeichen auf deinem Kopf, die ist auch hier abgebildet. Der Moment, in dem du dich momentan befindest, ja, diesen Moment hatte auch dein Gegenüber und hat dann in eine ganz falsche Richtung manifestiert. Der Turmkarte geht die Teufelskarte voraus. Komplett falsche Richtung gegangen. Aus falschen Motiven heraus, aus falschen Verhaltensweisen, aus der Vergangenheit heraus, ja. Die Vergangenheit war Scheibe, also geht es mir jetzt Scheibe, also wird dann auch meine Zukunft Scheibe. Das ist so das. Scheibe heißt dann übrigens Scheiße, ich will es nicht aussprechen. Du kommst aus einer ganz, also du manifestierst hier aus einer ganz anderen Position, ja, mach dir da mal keine Sorgen. Wie sieht dich dein Gegenüber, die Hohepriesterin, komplett zurückgezogen, sehr in sich gekehrt, sehr geheimnisvoll. Was ist da los bei Krebs? Ja, ich sag dir, was los ist. Erste große Arkana, zweite große Arkana hier, der Magier und die Hohepriesterin, darauf folgt die Herrscherin. Du bist hier dabei, dein Herrschaftsgebiet neu zu errichten, Krebs. Dein Königreich. Ja. Wie siehst du dein Gegenüber? Ja, du sagst, dieser Mensch schleppt hier Dinge aus der Vergangenheit mit sich rum, die ihr ihm nichts nützen und zwischen uns eine Distanz kreiert hat, eine Mauer kreiert hat. Ja, also du, während du hier einen ganz anderen Mindset hast, ja, also du bist hier voll dabei, mit einem fantastischen Gemüt eine fantastische Zukunft zu kreieren. Und dein Gegenüber hat gerade erst abgeschlossen mit einem ganz beschiebenen Gemüt eine beschiebene Zukunft zu kreieren. Und mit beschieben meine ich beschissen. Und das realisiert jetzt dieser Mensch. Ach du Scheibe, sagt dieser Mensch. Damit meine ich Scheiße. Ich habe hier einen Weg gewählt, den ich basierend auf meiner schlechten Vergangenheit gewählt habe. Ich habe da was Schlechtes in mir genährt. Die Teufelskarte geht hier voraus. Ja. Oder kurz gesagt, ich habe mich falsch entschieden. Ja. Drei der Münzen. König der Schwerter. Rat des Schicksals und Sechs der Schwerter. Wir haben hier die zehnte große Arkana direkt unter 10 der Stäbe. Krebs, ich sehe hier, dass du dich hier direkt zurückgezogen hast und gesagt hast, oioioioioi, das hat hier jetzt nichts mehr mit mir zu tun. Dieser Mensch trägt hier Ballast aus der Vergangenheit. Ja, ich ziehe mich da zurück, bis sich bei diesem Menschen etwas verändert hat.
hast du hier gesagt, in der Vergangenheit. Wiedergutmachung zwischen euch beiden, eine erneute Stabilität, ein Aufbau oder ähnliches wäre hier nur noch möglich, wenn klar ausgesprochen wird, was falsch gelaufen ist, was jetzt richtig laufen muss und in welche Richtung das Ganze gehen soll. Ja, und aus deiner Sicht du fragst dich, ob das überhaupt lösbar ist, das, was zwischen euch steht, weil du sagst, von mir aus steht nichts zwischen uns, ich habe meine klaren Gedanken, der König der Schwerter ist auf deiner Seite, du sagst, die Gegenseite hat ein Problem. Aus der eigenen Vergangenheit da und es kann sein, dass es möglich ist, dass man es lösen kann, sagst du, aber du sagst auch, es ist nicht mein Problem. Du bist dir nicht sicher, ob du da mitarbeiten möchtest oder nicht. Bei der Aufarbeitung hier zwischen euch beiden. Ja, wir werden jetzt sehen. Wir werden jetzt sehen. Wir werden jetzt sehen, was hier genau passieren wird zwischen euch beiden. Ja, das sind hier die gemeinsamen Energien. Ich schaue jetzt, was hier zwischen euch beiden passieren wird, wie es hier weitergeht. Dann werde ich hier, schau, du bist hier wirklich knallhart, König der Schwerter zweimal. Dann werde ich hier schauen, was du vor deinem Gegenüber versteckst und was dein Gegenüber vor dir versteckt. Ja? Ihr versteckt beide etwas. Also dein Gegenüber weiß hier nicht Bescheid darüber, dass du einen neuen Weg eingeschlagen hast. Ja? Und dein Gegenüber hat hier dir nicht wirklich viel davon erzählt, was er sie hier noch mit sich getragen hat. Ja? Da wo ich Action sehe, werde ich eine Zeitkarte ziehen, dann wissen wir, wann das ungefähr stattfinden wird, okay? Den Link für die Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute, macht's gut. Bye!